Hallo Yugi-Freunde, ich bin Robert. Ich bin Christian. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch nachträglich fürs 25. Jubiläum an Konami bzw. an die Yu-Gi-Oh! Staffeln bzw. an die Yu-Gi-Oh! Karten. Denn für uns heute, also für euch heute, schauen wir uns die besten Karten aus dem 25th Anniversary Set, nämlich den ersten 6 Hauptsets, die bei uns rausgekommen sind, an. Viel Spaß dabei! Ja, da wären wir. Und das hat der Robert gerade ganz richtig gesagt. Wir stellen uns euch die besten Karten aus den 21st Anniversary Packs vor. Plus eins extra. Ne, tatsächlich gehört das, glaube ich, auch dazu. Deswegen haben wir es ja mit reingenommen. Ja, genau. Man konnte davon zwar kein Display kaufen, aber das war in der ersten Box war es damit bei. Richtig. Und wir fangen natürlich ganz am Anfang an. Also als wir noch sehr, sehr klein waren. Bei Karten von Bandai Namco? Ja, genauso ähnlich. aber ein bisschen größer. Okay. Plus eins, ne? Ja. Und eine kleine Zauberkarte aus Legend of Blue Eyes White Dragon namens Raigeki. Oh, das gehört, die ist gut. Ja, also im Grunde eine ganz normale Zauberkarte und die macht nichts Geringeres, als alle gegnerischen Monster zu zerstören. Das hört sich gut an. Ja, für keine Kosten. Ja, es ist immer noch eine gute Karte, es gehört immer noch zu einer der besten und war damals auch einer der besten, war lange Zeit verboten, weil die halt so gut war. Richtig, und, kam dann auf 1 wieder, mittlerweile auf 3. Mittlerweile gibt es ja Karten, die viel, viel stärker sind, aber Raigeki ist halt so eine Karte, wenn du die jemanden gegenüber erwähnst, der weiß genau, was direkt damit gemeint ist. Genau, und es gibt auch so viele Karten, die an Raigeki angelehnt sind, wie Raigeki-Brecher oder Anti-Raigeki, die halt extra gegen Raigeki gemacht wurde. Raigeki-Flasche. Genau. Es gibt tatsächlich so einen bei uns in der Gruppe, der hat nur Anti-Raigeki in sein Side-Deck gepackt, weil er wusste, wenn er gegen mich spielt, ich spiele sowieso Raigeki. Also, ja, es ist nicht dazu gekommen, dass er es benutzt hat, aber es war sehr witzig, dass er es nur wegen mir dann mitgenommen hat. Ja, und auch so Fragen wie, hey, ist Raigeki immer noch verboten? Das zeichnet ja schon direkt aus, wie ikonisch die Karte überhaupt ist. Genau. Was ist noch ikonisch, Robert? Ja, genau, eine nächste normale Zauberkarte. Es ist die gute Wiedergeburt. Ja. Auch mittlerweile wieder erlaubt und sie kann folgendes. Wähle ein Monster im beliebigen Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Ja, egal von wo, ohne Einschränkungen, entweder in Angriffsposition oder Verteidigungsposition. Das will man mehr sagen. Ist halt auf 1 limitiert. Ja. Macht auch irgendwo Sinn. Wird, glaube ich, gar nicht mehr so viel in den Top-Meta-Decks gespielt. Nee, tatsächlich nicht. Aber ist so unkonstant, kannst du nicht suchen. Genau, kannst nicht suchen. Aber ich spiele die ganz gerne irgendwo in Decks so als bisschen Extender oder eine Win-More-Karte, ist sie halt gar nicht so schlecht. Ja, das ist richtig. Auch eine Karte, die eine lange Zeit verboten war. Mhm. Und auch schon einige Jahre wieder von der Banlist runter ist, aber auf 1. Und hat mittlerweile, also hat vor einigen Jahren damals als erste Karte eine Lost Art Promo bekommen. Mhm. War direkt bei im ersten Satz dabei und ist, glaube ich, doch die einzige Lost Art Promo, die ich ausgepackt habe, die ich halt selber spiele. Ah, okay. Alle anderen habe ich noch irgendwo versiegelt liegen. Das ist schön. Was auch schön ist, ist unsere dritte Position auf unserer Liste und die hat direkt 3 Karten. Genau. Es ist blauiger weißer Drache, dunkler Magier und rotäugiger schwarzer Drache. Ja, wie könnte es auch anders sein, die 3 ikonischen Bossmonster von den 3 ikonischen Anime-Helden oder Anti-Helden, ich weiß jetzt nicht, was Kaiba sein soll, beides irgendwie. Wenn du jemanden nicht magst, weil er viel Geld hat, dann ist er der Anti. Ja, der hat auch noch ein sehr großes Ego, nicht nur das viele Geld. Ja, also ist im Grunde eher der Elon Musk, der Anime-Welt. So ungefähr, Screw the Rules, I got money. Ja. Ja, aber natürlich mussten die 3 Karten hier in der Liste dabei sein. Haben zwar keinen Effekt, aber die haben halt so viel Support gekriegt, das sind Fan-Favorites, die konnten wir einfach nicht rauslassen. Ja, genau. So, dann kommen wir zum nächsten Set. Genau, was wir nicht rauslassen konnten, ist das nächste Set. Ja, genau. Das gute Set Metal Raiders. Ist immer noch so ein Set, wo sehr viele normale Monster drin waren und deshalb haben wir auch in der Liste wieder nur ein Monster. Also erstmal fangen wir an mit einer Fallenkarte. Das ist die gute Spiegelkraft. Ja, der erste Grund, warum Leute Trust-Issues entwickelt haben. Genau. So, you activated my trap card. Eine gute Spielkraft kann folgendes. Wenn ein Monster eines Gegners seinen Angriff deklariert, zerstöre alle Monster deines Gegners in Angriffsposition. Ha, ist das schön. Davon gibt es mittlerweile auch so viele Versionen, weil die einfach böse ist. Genau. Und ich glaube, damals war die auch so böse gewesen, dass sie auch teilweise limitiert war im Goat-Format. Im Goat-Format ist sie limitiert, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die danach mal verboten war, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall, die war mal auf 1. Im Goat-Format ist sie nur auf 1. Ja. Sie hat mir schon einige Duelle gerettet, muss ich wohl sagen. Das ist einfach eine super Karte. Und die neuen Versionen davon
machen die Karte einfach nur noch besser. So eine stürmische Spiegelkraft oder eine bebende ist auch noch cool, eine ertränkende. Alles so Versionen von dieser ikonischen Karte, die einfach nur noch besser machen. Richtig. Oder natürlich Spiegelkraft-Werfer, die Karte direkt suchen kann. Ja. Also da seht ihr, wie gut die Karte damals gewesen ist und heutzutage immer noch ist. Genau. Was heutzutage auch immer noch gut ist, ja, ist die Karte Feierliches Urteil. Ist, glaube ich, so die erste Omni-Negate-Falle, die jemals rausgekommen ist. Mhm. Und sie kann Folgendes. Wenn ein oder mehr Monster beschworen würden oder eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird, zahle die Hälfte deiner Life-Points, annulliere die Beschwörung oder die Aktivierung, falls die sonst zerstöre jene Karte. Mhm. Und die kann keine Monster-Effekte annullieren, aber sonst halt im Grunde alles andere. Ja. Und eine Beschwörung zu annullieren ist halt super stark, weil dann gibt es keine Beschwörungseffekte, keine Zerstörungseffekte, ist einfach super. Genau, i-Tüpfelchen wäre noch gewesen, wenn sie auch noch Monster-Effekte annullieren könnte, aber die waren damals sowieso nicht so relevant. Genau. Aber stell dir mal vor, du holst mit deinen zwei geopferten Monstern deinen blauigen weißen Drachen raus und dann kommt da BÄM! Feierliches Urteil und Feierliches weg. Urteil. Und die kostet halt, man muss halt die Hälfte seiner Lebenspunkte bezahlen, das geht halt immer. Richtig. Selbst wenn man nur noch einen hat, das wird dann abgerundet und dann bezahlt man halt null. Ja. Dann wäre die halt für umsonst. Also das Beste, was ich gemacht habe, war, die zu benutzen für 25 Lebenspunkte. Danach hat man 13, ne? Ne, ich habe 25 Lebenspunkte bezahlt, um die zu benutzen. Ich hatte nur noch 50. Gut. Ja. Ja. Und ist halt eine super Karte. Ja, kann ich auch sagen. Also heutzutage spiele ich sie sogar selber noch in einigen Trap-Decks, wie zum Beispiel Altergeist oder Subterror. Grüße gehen raus. Ich spiele die in Yosenju. Ja. Alleine einfach nur, um diesen blöden Harpien Flederwisch zu verhindern, dass der ja da bei mir alles wegräumt. Genau, oder gut gegen ausgeglichener Zweikampf. Mhm. Halt, ist halt eine gute Main-Deck-Karte, aber auch noch immer wieder anzutreffen im Side-Deck. Genau. Und war auch eine Karte, die eine ganz, ganz lange Zeit verboten war sogar. Mhm. Also ich glaube, ihr erkennt hier ein Muster von den Karten, die in unseren Listen drin sind. Das sind Karten, also die alten Karten, die erst verboten waren und jetzt wiedergekommen sind. Genau, die waren verboten, weil sie so gut sind und jetzt sind sie halt wieder da, sind nicht mehr so super top wie damals, aber sind halt immer noch gut, denn die verbotenen Karten aus diesen Sets, die werden wir in dieser Liste leider nicht auffinden, weil sie nun mal verboten sind. Richtig. Da kommen wir später noch ein bisschen näher zu. Was auch lange verboten war, jetzt mittlerweile erlaubt ist und hier bei uns Nummer 3 ist, ist der gute Überläufer. Damit kann man ein Monster des Gegners wählen und die bis zur Endphase die Kontrolle übernehmen. Ein Monster-Clown for free, damit kann man alles machen. Ist halt kannst schön. Du damit angreifen, kannst du es opfern. Kannst die Effekte benutzen, ist halt super. Ist halt nicht sowas wie Gehirnkontrolle oder Gedankenkontrolle oder Feindkontrolle, sondern das ist einfach der gute Überläufer. Richtig, bei der Karte muss ich tatsächlich auch immer an eine Anime-Folge denken, nämlich wo die das Duell gegen Bakura machen. Mhm. Wo die dann selber als Monster auf dem Spielfeld waren. Vielleicht kann sich jemand daran erinnern. Oh ja, ja. Das war die allererste Folge gewesen, die ich je von Yu-Gi-Oh! Gesehen habe. Da hat mir so gedacht, wow, okay. Was ist das denn? What? What? Aber interessant, ich bleib mal dran. Und ungefähr 25 Jahre später sitze ich hier. Ja, ungefähr. So schließt sich der Kreis. Jo. Ohne Überleitung komme ich jetzt zum herbeigerufenen Totenkopf. Der ist nämlich auch eine Karte gewesen, die damals in Metal Raiders rausgekommen ist. Eine von den Signature-Karten gewesen von Yugi damals. Mhm. Und auch eins der besten Monster, was man damals auf dem Schulhof gespielt hat. Nämlich für ein Opfern hast du dann direkt 2500 Angriffspunkte aufs Feld bekommen. Das war damals sehr, sehr gut. Und ist auch selbst heute für ein Tributmonster immer noch ziemlich gut, was man Tribut beschwört. Ja, jetzt muss ich dich natürlich fragen, du bist ja ein bisschen im Gold-Format unterwegs. Wird er da gespielt oder eher nicht so? Nee, eher weniger. Eher weniger. Nee, dieses Tributbeschwören ist nicht so das Wahre, da besser normal beschwören, Karten mit guten Effekten. Ja. Weil Monster mit gar keinen Effekten sind halt trotzdem nicht so toll. Ja, okay. Aber trotzdem immer noch eins der besten Vanilla-Monster, was ich jetzt gerade in eure Köpfe gesendet habe und ihr vielleicht nostalgische Gedanken habt. Deswegen. Genau, die Nostalgiekeule kam gerade. Ja, und die nächste Nostalgiekeule kommt direkt, wenn ich sage Magic Ruler. Oh, warte, habe ich mich da gerade vielleicht verlesen? Ja. Das heißt ja jetzt Spell Ruler. Genau, manche kennen das unter Magic Ruler, manche kennen das unter Spell Ruler. Es ist dasselbe Set, nur ein anderes Kürzel. Genau, das ist das dritte Set, was überhaupt bei uns im TCG rausgekommen ist. Genau. Und hat auch ein paar tolle Spells gebracht, wie zum Beispiel? Den guten Friedensboten. Ich kriege da heute noch ein bisschen böse Gedanken dran, ich hasse diese Karte. Ja. Wie gesagt, folgendes. Monster mit 1500 oder mehr TK können keinen Angriff deklarieren. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase zahle 100 Lebenspunkte oder zerstöre diese Karte.
naja, wenn das Ding dann 80 Spielzüge da liegen kann und man nur 40 Karten im Deck hat eventuell, dann ist das halt egal, dass man 100 Lebenspunkte darauf zahlen muss. Ja, genau. Mittlerweile ist die Karte nicht mehr ganz so gut wie damals, weil es gibt ja all möglichen Spell Trap Removal und so, den man benutzen kann. Mhm. Ich habe ihn aber trotzdem schon mehrmals in relativ modernen Stun-Decks gesehen. Und nachdem Mystische Mine kotz verboten wurde, hat die dann wieder so das Tageslicht der Kartenwelt entdeckt. Genau, passend zusammen mit der guten Schwerkraftbindung. Ja. Sieht man beide ab und zu bei Leuten, die einfach Spaß dran haben, dass Gegner verzweifeln. Ja. Genau. Und womit kann man ein Friedensboot am besten zerstören? Mit der nächsten Karte. Nämlich Mystischer Raubtaifun. Ja. Ja, ich habe gedacht, die Karte wäre viel älter. Oder ist sie nicht sogar damals in den Starterdecks drin gewesen? Kann das sein? Die war in den Starterdecks drin, aber ich weiß aber nicht, wann die Starterdecks rauskamen. Ja, ich auch nicht. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach da, wo sie im ersten Booster-Pack, also beziehungsweise zum ersten Mal erschienen ist in dem ersten Booster-Pack. Ja, Spell Ruler ist eine Schnellzauberkarte, mit der du einfach eine gegnerische oder eine eigene Zauber- oder Fallenkarte wählst und die zerstörst. Genau. Mehr macht die nicht. Und gerade durch ihre Einfachheit ist sie damals wie heute beliebt. Heute nicht mehr ganz so, weil wie gesagt, es gibt ja sehr viel anderen Spell-Trap-Removal, den man heutzutage benutzen kann, der auch viel mehr zerstört. Aber trotzdem, ich habe ihn mal ab und an in Unchained gespielt. Nur ab und zu sieht man die dann doch nochmal irgendwo, dass ihn einer spielt. Also es ist wie Zwillingstwist, da muss man eine Karte für abwerfen. Mhm. Ist vielleicht nicht so gut für jede Decks. Kosmos-Zyklon, Verbannt ist auch nicht gut für alle Decks. Manche verhindern das Verbannen. Ja. Der MST, irgendwo wird der immer mal gespielt. Irgendwer hat den immer mal dabei. Ist eine super Karte. Und hat unglaublich, glaube ich, alle Raritäten, die wir bisher haben. Von das Common bis, sein, ja. bis Ghost Rare, alle hübsch. Hätte ja bestimmt auch irgendwie 50 Prints oder so, ne? Mindestens, ja. Was, ja, was leider keine 50 Prints hast, was vielleicht noch welche gebrauchen könnte, ist der gute Emporkömmling Goblin. Ja. Die Karte sagt einfach, man zieht eine Karte und dann erhält der Gegner 1000 Lebenspunkte. Sollte der Effekt annulliert werden, kriegt der Gegner keine 1000 Lebenspunkte. Denk dran. So sieht's nämlich aus. Ja, die Karte wird ja mittlerweile immer noch gespielt, einfach um noch weiter seine Decks auszudünnen, weil 40 Karten ist nicht konstant genug. Genau, 40 Karten ist zu viel, machen wir 39 los. Genau. Es gab mal einen Zeitpunkt im Kartenspiel, da war die Karte auf 3 und da haben die Karte auch dreimal gespielt, mittlerweile nur noch auf 1. Und ich weiß nicht, was würdest du sagen, kann man die mal wieder zurückbringen oder sagst du, noch mehr Konstanz braucht das Spiel nicht? Ich meine, die Lebenspunkte sind relativ egal, wenn der Gegner mehr Lebenspunkte hat. Normal, also heutzutage, die meisten starken Decks bauen ihr Board auf, wenn der Gegner 10.000, 20.000 oder 100.000 Lebenspunkte hat. Ja. Wenn er über dieses Board nicht drüber kommt und keine Handkarten mehr hat, dann ist das auch egal. Ja. Also ich glaube, dass die dann doch zu stark wäre. Ich denke, auf 1 sollte die reichen. Ja, okay, lassen wir alles so, wie es ist. Ja. Wollen wir uns das nächste Set angucken? Genau. Das ist das gute Pharaoh's Servant. Das vierte Set, das ist das vierte Hauptset, was bei uns rauskam. Ich glaube, da kam zwischendurch noch irgendwie ein Nebenset. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Ich habe damals, war ich ungefähr so groß und ihr seht das jetzt nicht, aber da unten ist auch irgendwo ein Boden. ich war ein sehr kleiner Junge, habe davon nicht viel mitgekriegt, habe so ein paar alte Karten, habe ich noch, die ich damals gekauft habe. Mhm. Viel LON, also Labyrinth of Nightmare, habe ich zu Hause rumliegen. Ich erinnere mich nicht, dass ich sonst dieses Booster jemals gesehen habe, aber das ist halt so lange her. Ja. Ja, gut, machen wir trotzdem. Du schweißt gerade genau. ab oder muss ich das gerade vorlesen? Nee, du hast gerade Pharaoh's Servant gesagt. Ich habe Pharaoh's Servant gesagt. Muss ich jetzt vorlesen die erste Karte. Mach einfach. Ja. Und an welche Karte denkt ihr, wenn ich sage Esperoba? Irgendwelche Gedanken? An diese wie heißt es, Fernglaskarte. Ja. Ach nee, an das Fernglas. An die Sache mit dem Fernglas, genau. Ja. Es geht direkt um Jinzo. Oh ja. Und Jinzo ist ein Stufe 6 Monster und es hat einen sehr starken Effekt damals gehabt, nämlich Fallenkarten und ihre Effekte auf dem Spielfeld können nicht aktiviert werden. Annulliere alle Falleneffekte auf dem Spielfeld. Ich kann schwören, damals hat er sich noch ein bisschen anders gelesen, der Text. Der alte Kartentext war auf jeden Fall anders. Ja. Aber mittlerweile ein bisschen angepasst an das aktuelle Kartenspiel. Genau. So dass es besser zu verstehen ist. Ja. Ist auch nicht ohne Grund im Gold-Format auf 1 die Karte. Ist halt eine super Karte. 2400 ATK für ein Opfer. Und so einen starken Effekt, gerade fürs Gold-Format, unglaublich stark. Heutzutage gegen einige Decks bestimmt noch gut, nicht gegen alle. Ja. Weil Side-Deck habe ich den tatsächlich schon mal gespielt. So, wenn ich dann so gehört habe, oh, da kommen drei Leute, die Altergeist spielen. Ja, Jinzo drin. Ja, und Denko-Stecker. Und Denko-Stecker, ja. Und Denko-Stecker. Aber der ist nicht alt genug, um hier drin aufzutauchen. Ja, richtig.
Was aber alt genug ist, um hier drin aufzutauchen, ist die gute Karte Verbot. Oh. Und jetzt versucht mal Verbot irgendwo zu suchen, wenn ihr dann nach Bildern dazu sucht. Dann findet ihr alles mögliche an andere Karten. Also das Bild hat ein bisschen gedauert, das zu suchen. die kann folgendes. Aktiviere diese Karte, indem du einen Kartennamen benennst. Karten mit dem Namen und ihre Effekte können nicht verwendet werden. Karten, die bereits auf dem Spielfeld liegen, sind nicht betroffen, einschließlich verdeckten Karten. Also wenn ihr dann Leute habt, die Karten zusätzlich verdeckt sitzen und dann shuffeln, dann wisst ihr genau, was passiert ist. Ja. ist eigentlich eine ganz witzige Karte, sieht man nicht mehr ganz so oft, so im Side-Deck für Stun-Decks halt vorgestellt. Ja, wenn im Side-Deck dann noch, also wenn dann im Side-Deck. Genau. Aber sie kann halt so gut kommen gegen Decks, die sich auf eine bestimmte Keykarte verlassen. Ich weiß nicht, sei es Weiser Starfrost oder Invoked. Invoked, also entweder sowohl der Alistar als auch die Beschwörung. Ja. Die markierte Fusion zum Beispiel. Ja. Was da sonst noch so alles gibt. Oder wenn ihr keinen Bock auf bestimmte Handtraps habt oder sowas. Genau. Einfach Aschenblüte und freudiger Frühling sagen. Aber man muss auch die richtige Karte benennen, ne? Genau. Wenn ihr nur irgendwie, wenn es mehrere Deutungen haben kann, dann kann es auch schief gehen. Ihr müsst da schon sehr eindeutig sein. Ja. Wobei wir auch eindeutig sind, ist bei dem tausendäugigen Opfer. Das ist nämlich das einzige Extra-Deck-Monster, was wir hier in der Liste haben. Und, das ist das einzig gute Extra-Deck-Monster oder Fusions-Deck-Monster, was es damals gab. Ja, das ist richtig. Und es braucht aufgegeben als Material und tausendäugige Abgaut, aber meistens holt man sich die Karte sowieso mit Instant Fusion. Zumindest heutzutage. Ja, genau. Damals gab es sie noch nicht, aber sie hatte damals diesen Effekt trotzdem. Andere Monster auf dem Spielfeld können weder ihre Kampfposition ändern noch angreifen. A pro Spielzug. Du kannst ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Rüste diese Karte mit dem gewählten Ziel aus. Maximal 1. Du kannst ATK und Death dieser Karte werden dieselben wie dieses ausgerüsteten Monsters. Falls diese Karte durch Kampf zerstört würde, stattdessen das ausgerüstete Monster. Oder das ausrüstende Monster. Ja, ist halt eine super Karte. Instant Fusion, gegnerisches Monster klauen. Und dann das Ding irgendwie weglinken, die ausgerüstet. Bestenfalls noch für aufgegebene Anima. Ja, genau, die aufgegebene Seele heißt sie, glaube ich. Mhm. Das ist das Link 1 Monster, braucht ein Stufe 1 Monster und dann. Glaubst du noch ein Monster? Glaubst noch ein Monster, genau. Und das ausgerüstete Monster wird halt zerstört und auf den Friedhof gelegt. Ist jetzt nicht bei allen Monstern gut, wenn der Gegner das zerstört kriegt und auf den Friedhof geht, aber bei den meisten einfach, dass den Clown und gut ist, das ist schön. Ja, und man muss sich halt mal vor Augen führen. Das ist halt eine Karte, die immer und auch heutzutage gespielt wird. Mhm. Und die ist halt so viele Jahre alt. Deswegen zu Recht in dieser Liste. Was ist noch zu Recht in dieser Liste? Oh, das ist die nächste Karte. Das ist eine Schnellzauberkarte. Das ist der gute Begrenzerentferner. Das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Mach nochmal. Das ist der gute Begrenzerentferner. Ah, okay. Eine Schnellzauberkarte. bei der Karte habe ich immer gehofft, dass sie auch die gegnerischen ATK erhöhen könnte. Das wäre nämlich ganz cool. Aber ich lese das mal vor, was sie kann. Verdopple bis zum Ende dieses Spielzugs die ATK aller Maschinenmonster, die du derzeit kontrollierst. Während der Endphase dieses Spielzugs zerstöre jene Monster. Ich fände es halt cool, wenn die auch die gegnerischen Monster erhöhen und zerstören könnte. Das finde ich so ein bisschen cool, witzig. Ja. So als Schnelleffekt dann nach der Battlephase auch hier nochmal ATK verdoppeln vom Gegner und dann einfach alle Monster zerstören. Finde ich halt irgendwie witzig. Würde mir auch gefallen. Ich glaube, erstmals ist die Karte damals im Duell aufgetaucht, Joey gegen Duke Devlin, ne? Mhm. Ja, da hieß sie im Anime noch Limiter-Stopp. Genau. Und ich fand die damals schon sehr, sehr cool. Und die war auch damals extrem selten gewesen auf dem Schulhof. Ich glaube, das war damals eine Ultra-Rare gewesen. Kann das sein? Ich glaube, es war eine Super-Rare. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Glitzer. Ja. Und ich wollte die immer haben, aber ich konnte die nie haben, weil die so selten war. Mittlerweile wirst du damit totgeworfen. Mhm. Und, aber die ist halt gerade für Maschinendecks immer noch ziemlich gut. Ja, du spielst ja ab und an nochmal einen Cyberdrachen, ne? Ja. Kann man ganz gut machen. Dann, ja, wenn die Cyberdrachen könnt eh schon OTK. Und das ist halt dann so, je nachdem, ob man einen Effekt rauskriegt oder nicht, dann noch so eine Win-More-Karte oder halt eine OTK-Enabler-Karte. Ja, sehr, sehr coole Karte an der Stelle. Und wenn man die Monster am Ende der Endphase zerstören muss, aber nicht bis dahin kommt, wenn man vorher gewonnen hat, dann ist der Nebeneffekt halt auch egal. Ja, hast du vollkommen recht. Oh, warte, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsset. Jo, weil wir fassen jetzt nämlich Invasion of Chaos zusammen. Oh ja. Und die erste Karte, die gefällt dir ganz, ganz gerne. Die gefällt dir gut. Genau, möchtest du die vielleicht vorlesen? Ja, es ist der gute Gren Maju Daisa. Und der sagt, die ATK und Death dieser Karte werden gleich der Anzahl deiner verbannten Karten mal 400. Mhm. Und heutzutage hat man genug Karten, die 6 Karten aus dem Extra-Deck verbannen, 10 Karten aus dem Main-Deck verbannen oder alle 15 Karten aus dem Extra-Deck verbannen können und schon hat der Grenmage oder Eiser ungefähr 1 Million Angriffspunkte und dann liegt er da und da kommt man nicht drüber und der OTK hat einen. ich muss da gerade an eine andere Geschichte
denken. Nämlich, der bekommt ja auch Verteidigungspunkte dazu. Und wenn du halt in so einem Küchentisch-Yu-Gi-Oh!-Game bist gegen den da, dann kann das mal passieren, dass da irgendeiner so einen verdeckt legt, während, keine Ahnung, schon 30 Karten aus dem Spiel verbannt sind. Und dann rennst du da rein und verlierst, weil du nicht über 10.000 Verteidigungspunkte bekommst mit deinem 1-9er. Genau, verlierst dann einfach 8.000 Lebenspunkte. Ja, ja, das geht natürlich auch. es ist doch mal witzig. Ja, mittlerweile wird die Karte ab und an mal wieder gespielt im Grenmaju-Deck. Ja. Oder bei mir persönlich auch zusammen mit Nemleria, weil die verbannen sowieso. Und das kann sich gut miteinander sehen lassen auf den Casual Locals hier bei Trader. Und ja, nach wie vor halt eine gute Karte. Ich glaube, vor 3, 4, 5 Jahren war die Karte das erste Mal irgendwie auf einer YCS oder so mal vertreten. Ne? Da hat sich dann irgendeiner ausgedacht, hey, ich gewinne mal fast damit. Genau, mit dem guten Topf der Begierden und dem goldenen Schloss von Stromberg und den Dangers dabei. Damit kann man dann ganz viel witziges Zeug machen und dann halt so ein Grenmaju einfach normal mit 8000 plus ATK ist dann halt auch mal was. Ja, auf jeden Fall. Nice Karte. Ja. Die nächste nice Karte ist der Chaos Imperator Drache, Gesandter des Endes. Und da muss ich jetzt erstmal zu dem Text sagen, die haben den ja ein bisschen verändert. Genau. Also die haben den ein bisschen genervt. Im Endeffekt haben sie dann irgendwie so einen Satz am Ende hinzugefügt. Ja, genau. Aber er hat davor Angst und Schrecken verbreitet, war eine ganze Zeit lang verboten, bis er dann seinen Nerf bekommen hat. Und der liest sich so. Kann nicht als normal beschworen oder gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du ein Licht- und ein Finstersmonster von deinem Friedhof verbannst. Einmal pro Spielzug, du kannst 1000 Lifepoints bezahlen, lege so viele Karten in den Händen beider Spieler und auf dem Spielfeld wie möglich auf den Friedhof, dann füge deinem Gegner für jeden durch diesen Effekt auf den Friedhof gelegte Karten 300 Schaden zu. Du kannst während des Spielzugs, indem du diesen Effekt aktivierst, weder andere Karten noch Effekte aktivieren. Genau, sehr harter Nerf, man kann ihn also im Grunde nicht mehr, also man kann ihn specialen und dann seinen Effekt benutzen, aber das ist dann auch alles. Man kann halt dann keinen Effekt von Sangan mehr benutzen, wie man es früher gern gemacht hat, oder irgendwie andere Effekte, um vorher den Friedhof aufzubauen, um dann den Imperatordrachen zu beschwören, um seinen Effekt zu benutzen. Richtig. Ich spiele ihn ganz gerne noch in Blue Eyes, einfach weil er ein relativ einfacher Stufe 8er ist zu beschwören. Für seinen Effekt habe ich tatsächlich bis jetzt einmal benutzt, war sehr witzig, Feld war leer, Hände waren leer, er selber killt sich damit halt auch und dann fängt das Spiel im Grunde wieder von vorne an mit beiden Spielern haben neue Karten auf der Hand. Ja. War ganz witzig. Ja, früher hat er halt für jede Karte, die auf den Friedhof gegangen ist, dem Gegner 300 Punkte Schaden gegeben. Jetzt nur jede Karte, die auf den gegnerischen Friedhof geht. Ist trotzdem ganz nett, so irgendwie so, wenn man in Timeout kommt. Ja. Und ja, sonst coole Karte. 3000 ATK, 2,5 Def. Ja, das war ja auch, glaube ich, so die erste Welle an Chaos-Monstern, die so rausgekommen sind, ne? Genau, in dem Set einige. Waren 5 verschiedene Chaosmonster, 6. Davon 3, die man mit Licht und Finsternis vom Friedhof verbannen beschwören konnte. Genau. Ja, coole Karte. Mhm. Was noch eine coole Karte ist das gute Zwangsevakuierungsgerät. Oh, das ist ein schönes Keil. Das sagt, wähle ein Monster im Spielfeld, gib jenes gewählte Ziel auf die Hand zurück. Das kann ein eigenes sein, es kann ein gegnerisches sein und es ist dann einfach weg. Es wird nicht zerstört, es wird nur gewählt und dann ist es zurück auf der Hand oder ein Extra-Deck-Monster zurück im Extra-Deck? Genau, eine Karte, die so gut ist, dass wir, glaube ich, sogar schon bei den besten normalen Fallen dabei hatten. Mhm. Und ist ja, wie du schon sagtest, eine Karte, die auch heutzutage immer noch gespielt wird. Mhm. Zwar nicht mehr ganz so häufig, ist aber auf 3. Ich glaube, sie war auch mal zu irgendeinem Zeitpunkt auf 1, ne? Ich glaube auch, ja. Und ja, mittlerweile, also Targeting Non-Destruction, aber kann man ganz gut spielen. Ja, was man auch gut spielen kann. Das ist die nächste Karte. Ist der schwarzglänzende Soldat Gesandter des Anfangs. Ja, ich hätte die vielleicht vertauschen sollen im Strip, dass erst das Anfang und dann das Ende kommt. Ja, ah, so ist auch genau, okay. Aber am Ende halt jetzt mal der Anfang. Genau. Die Letzten werden die Ersten sein und andersrum. Er kann nicht als normal oder nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Er muss als Spezialbeschwörung beschworen werden von der Hand, indem man ein Licht- und ein Finstersmonster auf den Friedhof vom Friedhof verbannt. Und dann hat er folgenden Effekt. Einmal pro Spielzug, du kannst einen dieser Effekte aktivieren. Der erste ist, wähle ein Monster vom Spielfeld, verbann es. Diese Karte kann in diesem Spielzug, in dem du diesen Effekt aktivierst, nicht angreifen. Und der zweite Effekt ist, falls diese angreifende Karte ein Monster eines Gegners durch Kampf zerstört, sie kann sofort einen zweiten Angriff durchführen. Mhm. Wow. Also für seine damaligen Verhältnisse, oder für die damaligen Verhältnisse, ist die Karte schon ziemlich nice.
Was glaubst du, warum die in Gold so viel gespielt wird? Ja, wahrscheinlich genau deswegen. Mhm. War der da auf 1? Ja. Ja. So wie heute. Ist doch jetzt auch noch auf 1, oder? Ich glaube, der ist auf 3. Ich bin mir nicht ganz sicher. Falls ihr es am besten wisst, schreibt es doch einfach unten in die Kommentare rein. Genau. Aber ich meine, der ist auf 3. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Einfach zu beschwören, wenn man das passende Deck dazu spielt. Und ja, ist einfach ein Monster auf dem Spielfeld verbannen, so als hinlegen, verbannen und dann nach der Exis machen. Halt, super Karte. Ja, why not? Genau. Und da dieses Video jetzt mittlerweile schon so lang geht, ist das das erste Video, was 3 Seiten für Skript hat. Genau. Gehen wir mal um hier. Genau, kommen wir zur dritten Seite. Und zum 6. Set aus für dieses 6. und letzten Set für unser 25th Anniversary, nämlich ist das gute Dark Crisis. Genau. Welche Karte kam denn da raus? Also bevor ihr jetzt denkt, oh, die Karte ist aber schlecht, alle richtig, richtig guten Karten, außer eine, aus diesem Set sind einfach verboten, daher ja. Haben wir die nicht in die Liste genommen. Die erste Karte, die wir haben, ist das gute Ojama-Trio. Selbst damals viel gespielt, heutzutage ab und zu nochmal. Das ist eine ganz coole Karte. Wie gesagt, beschwöre 3 Ojama-Spielmarken, die sind Ungeheuer Licht. Stufe 2 mit 0 ATK und 1000 Def als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite des Gegners in die Verteidigungsposition. Können nicht als Tribut für eine Tributbeschwörung angeboten werden und jedes Mal, wenn eine zerstört wird, erhält ihr Beherrscher 300 Schaden. 3000 wird Tribut. 3000, ja. 3 hinlegen, 3 Gegner, fertig. Ja, 300 Schaden nur. Aber ja. Trotzdem, ist es cool, gerade so für Time ist das ganz witzig, denke ich. Also, ich kenne die Karte ja aus den Sundecks, die ich gerade schon mal erwähnt hatte. Mhm. Ein kleiner Nachteil ist natürlich, heutzutage kann man Sachen machen wie zum Beispiel Link beschwören. Und so war es dann wirklich vor einigen Wochen so, dass Dirk ein Stun-Deck gespielt hat und hat mir dann ja Ojamas dahingelegt und ich so, danke fürs Gratis-Material und hat mir dann halt Gratis-Monster dahingelegt zum Wegmaterialisieren für mein Link-Monster. Genau. Trotzdem, ich habe den Schaden habe ich nicht bekommen, weil sie nicht zerstört wurden. Mhm. Aber es gibt ja auch dann einige Fallenkarten, die gut damit kombinierbar sind, zum Beispiel gerechte Nachspeise oder sowas. Ne? Da bekommt der Gegner dann 500 Punkte Schaden für jede Karte, die er kontrolliert. Mhm. Und deswegen in Burn und Stun Decks ist das immer noch eine gerne gesehene Karte. Oder auch um einfach einigen Decks ja, die Zonen zu verbauen oder sowas. Mhm. So mitten in der Combo von Dragon Link oder so einfach 3 Ojama-Spielmarken dahin legen. Ja, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall unsere erste Karte. Was genau. Kommt denn danach? Das ist die gute Sakuretsu-Rüstung. Und die muss ich, glaube ich, sogar vorlesen. Ja, von mir aus mache ich. Ich lasse hier alles vorlesen. Aha. Ist auch eine Fallenkarte, ist eine normale Fallenkarte und kann folgendes. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff ignoriert, wähle das angreifende Monster, zerstöre das gewählte Ziel. Mhm. Das hört sich an wie eine Spiegelkraft, aber auf Opioide? Ich weiß nicht. Ja. Also ein bisschen in weniger stark. Genau, ein bisschen runtergeschraubt, dafür aber auf 3 und zumindest im Gold-Format. Ja. Und es ist eine ganz gute Karte im Gold-Format, heutzutage nicht mehr so. Aber das Problem mit dem Set war halt, wir haben sonst kaum gute Karten gekriegt, weil die alle anderen verboten waren. Ja. Die ganzen guten Karten waren verboten. Irgendwo musste noch eine Karte reingehen. Sakuretsu-Rüstung ist zumindest fürs Gold-Format eine super Karte. Mhm. Und ja, die haben wir deswegen mal mit reingenommen. Ja, das ist richtig. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass Sakuretsu-Rüstung auch mal irgendwie, war das mal verboten? Nee, nicht oder auf 1 oder so, oder vertue ich mich da gerade komplett? Ich glaube, du vertust. Ich glaube nicht. Aber schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst, wenn ihr in der Zwischenzeit. Also uns fehlen irgendwie so 11 Jahre Yugi oder so, wir zwischendurch Pause hatten. Das kann natürlich auch sein, dass ich mich mit der nächsten Karte vertue. Ja, das kann sein. Die war nämlich schon mal auf der Bannlist. Ja, das ist diese gute Kräfterauben. Das ist wohl die einzig richtig gute Karte aus dem Set, die nicht verboten ist. Ja. Die sagt, aktiviere diese Karte, wenn du 1000 Lebenspunkte zahlst. Annulliere die Effekte aller offenen Monster, solange sie offen auf dem Spielfeld liegen. Aber ihre Effekte können trotzdem aktiviert werden. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt ein Skill Drain. Ein Skill Drain ist ein Skill Drain. Genau, wie viele Effekte werden damit erklärt? Ja, es ist halt ein Skill Drain für Extra Deck Monster oder so. Dann weiß man halt genau, worum es geht. Diese Karte, heißt auf Englisch Skill Drain, ist halt so eine ikonische Karte, die annulliert einfach alle Monster-Effekte auf dem Spielfeld. Sowohl gute als auch schlechte. Ja. Ist einfach eine super Karte, ist einfach toll. Super für Stun-Decks oder für Decks, die selber entweder eigene Effekte annullieren wollen. Ja. Oder halt das nicht stört, wenn die eigenen Effekte annulliert sind. Das ist richtig, oder du hast nur Handeffekte oder nur Friedhofseffekte, sowas, ne? Genau. Ja, deswegen ist es eine Karte, die ich selber auch mal ab und an ganz gerne spiele. Mhm. Du wahrscheinlich auch. Ja, klar. Und bei dir sieht man die auch immer wieder. Das oder so. Ja, Monster-Effekte annullieren ist halt einer der schwächsten Effekte, den es im ganzen Spiel gibt auf dem Feld. Genau. Und
ja, deswegen zu Recht auf unserer Liste. Und frag Dirk bitte mal für als nächste, frag den Judge, wie das funktioniert mit Jinso und Kräfteraum zusammen. Das freut er sich drauf. Schreibst du das nächste oder das letzte, frag den Judge. Ja, genau, das könnt ihr dann direkt machen, weil das Video endet an dieser Stelle. Genau, könnt ihr direkt rüberspringen und schreibt uns doch mal, welche eure besten Karten sind aus diesen ersten 6 Hauptsets, die wir gekriegt haben. Oder jetzt aus den, falls ihr die vorher nie losgemacht habt, jetzt aus den 9, aus den 25th Anniversary Sets. Ja, genau. Und sonst schreibt uns, was wir noch vergessen haben, was unbedingt noch hätte mit reingemusst. Bitte keine verbotenen Karten. Wenn ihr das Video in 5 Jahren guckt und irgendwas davon wiedergekommen ist, dann schreibt es in die Kommentare, dann werden wir uns schlecht fühlen, dass wir das nicht vorausgesehen haben. Ja, und, genau, weil wir sind ja die besten Voraussager. Ne? Genau, genau. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, es hat Spaß und... Also ich hatte Spaß. Ja, ich mir hat es auch gefallen. Ja, super. Ja. Guckst du noch 2-mal an. Ja, doch. Obwohl, aber ohne Ton, weil ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Das Gefühl kenne ich. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin... Lasst ein Like. Genau. Subscribe. Und aktiviert die Glocke und guckt den ganzen anderen Kram hier von Trader Online Videos. Ja, ja, alles. Alles. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Genau. Doch, habt ihr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.